Jo Freunde, was geht ab? Ich bin's dann wieder auf meinem Kanal. Heute mache ich neue Freaky Frühling Herausforderung Aufträge, Auftrag Nummer 1. Und zwar, gib Barren aus. Also die erste Phase müssen wir 400 Barren ausgeben, die zweite Phase 800, dritte Phase 1200. Ich habe ein bisschen vorgespielt, ich bin jetzt schon bei der dritten Phase, wir müssen 1200 Barren ausgeben. Leute, ich empfehle euch auf der Karte ganz genau hier zu landen. So, zack, hier gibt es nämlich ein NPC. Ihr könnt hingehen und wir müssen 1000. So, wir können Schlüssel kaufen und wir können ein Duell mit ihm starten. Hier einfach sehr viel Schlüssel kaufen und dann auch ein Duell starten. Und ihr seht, wir haben richtig viel Barren ausgegeben und ihr müsst einfach Barren ausgeben. Bei diesem Charakter am besten, da könnt ihr Gegenstände kaufen, Schlüssel und so weiter. Und ja, Leute, ihr seht, ich habe den Auftrag abgeschlossen. Sammle gelegte Eier. 10 Stück, 20.000 XP, 3 Phasen. Also, das erste Phase müssen wir 10 gelegte Eier sammeln, zweite zum Beispiel 20 und die dritte 30. Ja, die gelegte Eier kann man von Hühner finden. So sehen gelegte Eier aus. Finde ich eigentlich ganz nice gemacht. So, einfach mal verbrauchen, 10 Stück. Die kommen von Hühner. Ihr müsst einfach mal warten, dann. So, ihr seht, ihr droppt einfach dann gelegte Eier. Ihr müsst einfach verbrauchen, insgesamt 10 Stück. Und wir sehen uns dann, wenn wir fast 10 Stück haben. Ja, ich bin auf der Karte ganz genau hier. Hier sind sehr, sehr viele Eier und sehr, sehr viele Hühner. Wir können jetzt keine mehr verbrauchen, weil ihr seht, wir sind voll Leben. So, wie gesagt, hier sind sehr viele Hühner und sehr viele Eier. Wir nehmen einfach richtig, richtig viele sind hier. So, zeig, wir verbrauchen einfach. Und ihr seht, wir haben schon 10 von 10 und somit haben wir den Auftrag abgeschlossen. Ihr seht, zweite Phase, gleicher Auftrag, aber die Anzahl der gelegten Eier wird einfach nur mehr. So, Leute, zweite Phase auch ganz einfach abgeschlossen. So, zack, haben wir 20 von 20 gelegte Eier eingesammelt. Die dritte Phase ist 30 Eier. So, zack, Leute, wir haben 28 von 30. Zack, 30 von 30 Eier und somit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen, Leute. Überlebe Sturmphasen. Ich habe schon ein bisschen vorgespielt, ich habe 7 von 10, aber dieser Auftrag ist ganz leicht. Für diesen Auftrag müsst ihr einfach in eine Runde reingehen und einfach mal überleben, Leute. Spielt einfach ganz entspannt. Ihr seht hier diese den weißen Kreis. Und ihr seht hier die weiße, die lilane Kreis. Das muss an den weißen Kreis rankommen. Komplett, dann habt ihr eine Sturmphase erhalten. Ihr müsst insgesamt 10 Stück. Ich habe gerade 9 von 10. Und dann sehen wir uns, wenn wir 10 von 10 haben. So, Leute, der lilane Kreis ist an den weißen Kreis rangekommen. Und ihr seht, wir haben 10 Sturmphasen überlebt. Phase 2 ist 20, dritte Phase ist 30, vierte Phase ist 40 und so weiter. Hauptsache, wir haben den Auftrag abgeschlossen. Suche Kirschblüten, Baumansichten. 3 Stück bekommen wir hier einen richtig geilen Rucksack und hier sind alle Orte auf der Karte markiert. Erster Ort, ganz genau hier bei der Zitadelle. So, das sind hier die Kirschblüten, Baumansichten. So, das hier ist dieser Kirschblütenbaum. Wir müssen einfach hingehen. Einfach mal besuchen und ihr seht, wir haben schon 1 von 3, Leute, und machen wir direkt weiter mit dem nächsten Baum. Ja, Leute, zweiter Baum ganz genau hier bei der Zitadelle, bei Anvis Grace, sorry. Ganz genau hier, müssen einfach mal hingehen und da haben wir auch schon 2 von 3. Ja, der dritte Ort ist auf der Karte bei mir jetzt. Slappy Chance, ihr könnt auf jeden Fall Brutal Bashing oder Shattered Slaps gehen. Ich habe jetzt einfach mal Slappy Chance ausgewählt, weil er ganz nah an mir war. So, zack, einfach mal landen. So, und somit haben wir den Auftrag auch dann abgeschlossen, Leute, wie ihr sehen könnt. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Aber bevor wir das Video beenden, gehen wir mal zurück zur Lobby. Denn wenn ihr diesen Auftrag abgeschlossen habt, bekommt ihr Blütenrucksack und so sieht dieser Rucksack aus. Finde ich richtig cool, rüsten wir auch direkt aus. Und ja Leute, ich hoffe das Video hat euch jetzt geholfen, gefallen. Lasst gerne ein Like da und mit gerne meinen Kanal, das bedeutet, dass ihr kein Video mehr verpasst. Dann würde ich einfach sagen, war's schon mit dem Video und ciao, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, tschüss.